Der Betrieb hat 650 Hektar Nutzfläche. Auf unserem Betrieb werden Winterraps, Winterweizen und Wintergerste angebaut. Wir bauen hier jedes Jahr nur eine Frucht auf diesem Betrieb an und müssen dann diesen ganzen Betrieb hier trocknen und lagern. Wir wollten gerne eine neue Anlage bauen, haben unseren Berater gefragt und der hat gesagt, da dieser Betriebsteil 33 Kilometer von unserem ursprünglichen Betrieb weg ist, dass wir eine Anlage bauen, die relativ leicht zu handhaben ist und wenig Bedienpersonal braucht. Im frühen Winter habe ich die Firma Karl konsultiert, die mir diese Trocknung vorstellte. Wir haben das dann geplant und realisiert und er konnte mir zusichern, dass wir bis zum 30.06. diese Trocknung erstellen konnten und deswegen haben wir uns dafür auch entschieden. Diese Anlage wurde nur für diesen Betriebsteil gebaut, der eine Größe hat von 230 Hektar. Wir wollten gerne, wenn der Mähdrescher fertig ist am Abend, dass wir dann hier abreisen können, weil dieser Betrieb nicht unser Stammbetrieb ist und wir können dann, haben wir das Getreide in dem Silo über Nacht ohne einen Mann trocknen. Ich habe bei der Firma Karl die Trocknung gekauft, weil sie einen sehr guten Leumund hat. Auch bei eventuellen Störungen ist sie durch die lokale Anbindung sehr schnell greifbar. Wir möchten gerne das Getreide selbst in diese nächste Veredelungsstufe bringen, damit wir das zu einem Zeitpunkt verkaufen können, wenn wir das für richtig halten.